Warum ignoriert das Selbstbestimmungsgesetz den Schöpfer des Universums und dessen unumstößliche Gesetzmäßigkeiten? Der Name des Gesetzes sagt schon alles. Selbstbestimmungsgesetz. Wir bestimmen ab jetzt selber, ob wir Mann oder Frau sind. Was du erschaffen hast und wie du es erschaffen hast, interessiert uns nicht. Du hast nichts mehr zu sagen, runter vom Thron. Wir setzen uns jetzt selber auf den Thron und bestimmen selber, ob wir Mann oder Frau sind. Mit anderen Worten, wir können zaubern und lassen den Stein nach oben fliegen. Mit diesem Gesetz hat sich die Regierung daher direkt mit dem Schöpfer des Universums und dessen festgelegten Gesetzmäßigkeiten angelegt. Das Selbstbestimmungsgesetz ist eine absolute Respektlosigkeit gegenüber dem Schöpfer des Universums.